Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sehen hier Potion Craft. Ein Spiel, ja, das soll so ein bisschen, es ist im Early Access, ist rausgekommen und man soll so ein wenig, ja, Alchemist spielen, beziehungsweise halt Potions craften, also Tränke craften und craften, sag ich mal, herstellen und ähnliches. Das Ganze ist mit der Unity Engine gemacht. Die Einstellungen sind sehr übersichtlich. In den Spracheinstellungen befindet sich die Sprache. Dort kann man die Sprache umstellen. Die Grafikeinstellungen sind auch sehr übersichtlich, muss man sagen. Und die Soundeinstellungen waren, sagen wir mal, von Haus aus sehr gut und human umgestellt. Wir gucken mal. So, die Musik ist auch mittelaltermäßig ein bisschen unterwegs. So soll es auch sein. So, wir wollen ein neues Spiel beginnen. Der Beginn unserer Geschichte. Du bist ein angehender Alchemist auf der Suche nach seiner Bestimmung durch die Welt wandert. Ja. Nach einer langen Reise hast du endlich einen Ort gefunden, an dem du dein Handwerk betreiben kannst. Sehr schön. Verlasse Haus. Was? Verlassenes Haus. Du hast ein altes verlassenes Haus am Rande der Stadt gefunden, der Alchemieausrüstung und dem Garten nach urteilen, scheint der frühere Besitzer Alchemie praktiziert zu haben. Anscheinend hat hier ein Zauberer gelebt, aber die Staubschicht und der Zustand des Hauses deuten darauf hin, dass das schon längere Zeit leer steht. Gut, neue Öffnung. Du beschließt, das Haus in einen Tränkeladen zu verwandeln. Nach einigen Tagen des Aufräumens und der Vorbereitung öffnet dein Laden seine Pforten für den ersten Kunden. Es ist an der Zeit, dich um deine Alchemiefähigkeiten zu besinnen und diesem neuen Leben in der neuen Stadt zu beginnen. Gut, mehr Zutaten für den Kessel. Tränke werden aus Zutaten hergestellt. Entnimm dein Inventar 2 Terraris und 2 Wasserblüten und wirf sie in den Kessel. Um Zutaten zu verschieben, klicke und halte die Maus. Ziehe sie in den Kessel und lasse sie los. Achte bei der Alchemiekarte an der Laborwand. Was? Achte auf die Alchemiekarte an der Laborwand. Die zeigt dir den Pfad, den Zutaten erzeugen, sobald sie den Kessel gegeben werden. Bring dir einen Pfad. So, ich soll auf jeden Fall einen in den Kessel, zwei in den Kessel, zwei in den Kessel. Nachdem du die Zutaten hinzugefügt hast, kannst du den Trank umrühren. Wenn du den Trank rührst, bewegt sich das Tranksymbol den Pfad entlang, der durch die Zutaten definiert ist. Aha. Benutze den Löffel zum Rühren. Klicke und halte die Maus und bewege den Löffel hin und her, bis das Tranksymbol auf der Karte die gewünschte Position erreicht hat. Durch Rühren erhält der Trank Symbol. Erfahrungspunkte. Das Sammeln von Erfahrungspunkten lässt dich aufsteigen, aber hat keinen Einfluss auf den aktuellen Trank. Also ich soll jetzt den Löffel hier nehmen und dann soll ich hier ein bisschen drin rumrühren, bis es am Ziel angekommen. Levelaufstieg, ein Talentpunkt. Sehr schön. Jetzt berührt der Trank das Symbol mit einem unbekannten Effekt. Um herauszufinden, was den Effekt bewirkt, musst du ihn auf den aktuellen Trank hinzufügen. Um den Effekt zum Trank hinzuzufügen, musst du das Wasser im Kessel zum Kochen bringen. Benutze den Blasebalg, um die Kohle anzuheizen und den Kessel auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Wird hier irgendwo welche Temperatur brauchen? Nimm den Blasebalg am Griff und pumpe weiter Luft auf die Kohle, bis es eine Explosion über den Kessel gibt. Okay. Aha, haben wir gemacht. Fertigstellung des Tranks. Perfekt, du hast den Trank mit einem neuen Effekt hinzugefügt. Heilung. Um die Herstellung des Trankes zu beenden, drücke Trank fertigstellen. Aha. Heilung. Einen Heiltrank haben wir gemacht. Zutaten zermahlen. Ein Mörser und Stößel sind des Alchemistens beste Freunde. Mit Mörser und Stößel kannst du praktisch alle Zutaten zermahlen und ihre Potenzial erschließen. Aha.
Okay. Dieses hilft, den gleichen Trank mit weniger Zutaten herzustellen. Versuche den gleichen Trank mit nur einem Terraria und einer Wasserblüte herzustellen. Nimm Terraria aus deinem Inventar, lege es in den Mörser und zermahle es mit Schlüssel zu Brei. Je gründlicher deine Zutaten zermalst, desto länger wird der Weg auf der Zugkarte der Alchemiekarte. Diese. Ach so. Ah, okay. Sobald sie in den Kessel gegeben wird. Also, ich soll da rein und dann soll ich jetzt hier rumstößeln. Dann soll ich das in den Kessel geben. Das Ganze muss ich jetzt natürlich auch noch mit der Pflanze hier machen. Stößel, 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 Stößel. Gut, ja, ich bin ja fertig. So, rühren. Dann wandert der Trank auf der Karte. Blasen. Also Blasebalg benutzen. So. Speicherung des Trankrezeptes. Ausgezeichnet, du hast genau den gleichen Trank hergestellt, aber nur halb so viele Zutaten dafür gebraucht. Dein erster Trankversuch wird nicht immer optimal sein, also experimentiere und perfektioniere ihn. Wenn du mit dem Trank zufrieden bist, speichere ihn im Rezeptbuch. Du kannst... Dann kannst du diesen Trank in Zukunft mit einem Klick herstellen. Speichere das Rezept in aktuellen Trank, drücke Rezept speichern. Speichere Rezept. Okay, Fertigstellung des Tranks. Und zweiten gemacht. Bewegung von Raum zu Raum. Du bist Besitzer eines Tränkeladens und deine Aufgabe ist es nicht nur Tränke zu brauen, sondern diese auch dem Kunden zu verkaufen. Ein Kunde ist eingetroffen. Geh in den Laden, bewege dich zwischen den Räumen und benutze die Navigationsknöpfe an den Wänden deines Raumes. Alles klar. Ja, sehr gut. Für die Bewegung zwischen den Räumen benutzt du die Navigationsknöpfe an den Rändern des Raumes oder BSAD und Pfeiltasten. Um den Laden zu gehen, klicke auf den Navigationsknopf links oder drücke die Taste A oder linke Pfeiltaste. Ich nehme mal die Taste A. So, Tränke verkaufen und anbieten. Jeden Tag kommen Leute aus der ganzen Stadt und sogar aus anderen Städten vorbei, um diverse Zaubertränke zu kaufen. Deine Aufgabe ist es, im Labor Tränke zu brauen und die an den Kunden zu verkaufen. Viele Tränke müssen für einen bestimmten Zweck gebraut werden, aber es ist trotzdem eine gute Idee, ein paar der beliebtesten Klassiker quasi, Tränke für den Fall der Fälle bereit zu haben. Wenn ein Kunde einen Trank mag, wird er seine Reaktion zu erkennen sein. Okay. Biete einen Trank zum Verkauf an, nimm den Inventar und stellen sie auf die rechte Seite der Waage. Also hier hin. Guten Tag, gestern war ich bei einem Freund auf einer Party und habe mir die Zunge an einer heißen Suppe verbrannt. Jetzt kann ich nichts mehr schmecken. Dabei bin ich Brauer. Ich muss in der Lage sein, die Qualität meiner Erzeugnisse zu testen. Meine Zunge ist jetzt nutzlos. Hast du eine Art von Heiltinktur? Nutze einen Trank anzubieten, den gehen auf die Waage. Na klar, dann nehmen wir hier einen Heiltrank. Bitteschön. Die Menge an Gold, die du im Verkauf eines Trankes erhältst, ist im Button Verkaufen angezeigt. Klicke auf Verkaufen, um den Trank zu verkaufen. Tschüss. Jetzt gibt es noch hier noch drei lachende Gesichter. Der Kunde braucht eine Art... Der Kunde braucht diese Art von Trank. Biete ihm den Trank zum Verkaufen, an dem du auf die Waage legst. Mein Mann ist schon seit längerer Zeit krank im Tank. Aber in der letzten Zeit ging es ihm noch schlechter. Jetzt kann er nicht mal mehr aufstehen. Er hat Fieber und schwitzt. Hast du eine Medizin, die meinem armen Mann helfen kann? Ja, hätte ich. So, jetzt kann ich auch noch feilschen. Um deinen Trank Geld zu verdienen, kannst du es mit Feilschen versuchen. Erfolgreiches Feilschen kann den Preis deines Tranks anheben und in die Höhe treiben. Doch sollte das Feilschen scheitern, erreichst du das Gegenteil, der Preis stürzt. Okay. Okay. Da haben wir wieder so ein Minispiel. Okay, das hat jetzt aber nichts gebracht, ne? Keine Ahnung. Na gut. Okay, habe ich wahrscheinlich beim Falschen. Es fehlen passende Tränke. Du wirst oft nach keinen fertigen Trank für die bestimmten Kunden haben. Es ist okay. Du kannst jederzeit zurück ins Labor gehen, den Trank herstellen, den der Kunde braucht. Es gibt kein Zeitlimit, also kannst du dich auf den Rezept konzentrieren. Der Kunde wird nicht gehen. Hallo, Mäuse haben eine Hütte befallen, obwohl ich eine Katze habe. Kenne ich irgendwoher. Die Katze liegt nur auf den Schränken und schaut den Mäusen dabei zu, was sie treiben. Kenne ich auch irgendwoher. Was auch immer sie wollen. Also brauche ich ein Fläschchen mit Rattengift. Es wird einfacher sein, diese Nagetiere zu vergiften, als die Hilfe meiner blöden Katze zu warten.
Meine Katze guckt mich gerade an und will mich töten. Du bist nicht gemeint. So. Also, ab in den Laden und wir sollen Rattengift herstellen. So. Ich habe aber weder Zutaten noch irgendwas anderes. Wir müssen ein bisschen in den Garten rübergehen, im Zaubergarten. So. Jetzt soll ich hier was sammeln. Ich kann das sammeln. Kann das sammeln. Kann ich noch mehr sammeln? Oh. Feuerglöckchen und Terraria mal wieder. Kann hier nichts weiter anklicken. Es soll wieder zurückgehen. Na gut. So, der Kunde braucht Gift, das bedeutet, dass der Trank einen Effekt Gift herstellen muss. Die meisten Effekte musst du selbst in der Karte heraussuchen, aber du erinnerst dich an deinen Alchemieunterricht und ja, sicher ist daran, dass ein solcher Trank aus ein Terrarium und ein Feuerglöckchen herzustellen ist. Brauchen den Trank der Vergiftung. So, machen wir erstmal diesen hier, ne? Zermalen, zermalen, zermalen. Da rein. Muss ich den da nicht putzen oder so? Zermalen, zermalen, zermalen. So. Meiner. Rühren. Rühren, 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 rühren. Blasen, 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 Blasebalg. Herstellung, ein Trank. Rezept speichern. Trank fertig. Hier in den Laden zurück. Yep. So, hier habe ich dein Rattengift. Ich könnte jetzt nochmal feilschen. Irgendwie habe ich das nicht ganz verstanden. Egal. So. Ins Schlafzimmer sollen wir jetzt gehen. Na gut, dann gehen wir jetzt ins Schlafzimmer. Ja, wo ist mein Schlafzimmer? Ah, mein Schlafzimmer ist oben. Oh, das ist ja süß. Um den Tag zu beenden, klicke auf das Bett und bestätige, dass du den Tag beenden möchtest. Der erste Tag als Alchemist und als neuer Alchemist in einer neuen Stadt ist vorüber. Ende des Tutorials. Ausgezeichnet. Du hast dein Alchemiewissen aufgefrischt und kannst jetzt mit der Alchemieausrüstung vertraut machen. Auf deinem Dachboden neben dem Bett hast du noch ein paar Zutaten und eine Schopfkelle für Wasser gefunden. Das ist jetzt ein Zaubertrankladen und du wirst... Was? Entscheidest, was du als nächstes tun möchtest. Begrüße Kunden, plaudere, verkaufe Tränke, feilsche, vergiss nicht Zutaten im verzauberten Garten zu sammeln und erkunde nach und nach die Alchemiekarte. Viel Glück! Okay. Also hier haben wir nichts weiter. Ich habe jetzt so eine Schöpfkelle und ähnliches gefunden, haben sie gesagt, ne? Level 2, was bringt mich denn hier? Ah ja, okay. Praxis der Alchemie. Alchemiekarte Sichtbarkeitsradius. Mhm. Erhöht den Sichtbarkeitsradius auf der Alchemiekarte, wodurch neue Gebiete schneller erkunden kannst. Erhöht den Radius um 10%. Handeln. Erhöht die Fähigkeit des Handelns. Je höher deine Handelsfertigkeit ist, desto profitabler sind die Anfangspreise, mit die du auch Waren verkaufst und kaufst. Okay, dieses gilt für Transaktionen, Händler, Trankverkäufer und Kunden. Preise werden 5% profitabler. Feilschen. Du lernst besser zu feilschen und Vorteile auf die Geschäfte abzuschließen. Du kannst mit Feilschen von 5% zum ursprünglichen Preis erzielen. Du kannst durch Feilschen bis zu 5% über dem ursprünglichen Preis. Praxis der Alchemie. Auf der Alchemiekarte erscheinen zusätzliche Boni, die beim Sammeln Erfahrungen bringen. Grüne Bücher. Diese Boni erscheinen zufällig an Orten und werden jeden Tag aktualisiert. Bonus-Born-Chance 10% plus. Das ist mir nicht so wichtig. Ich habe einen Talentpunkt. Und ich denke mal, im Handel ist es jetzt am sichersten angebracht. Ziel erreicht, plus 25 erlerne. Egal. Aber wir sind ganz kurz davor, hier den nächsten Talentpunkt zu haben. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal runter, dann gehen wir hier rüber, dann gehen wir jetzt erstmal in den Garten. Dann werden wir jetzt erstmal ein paar Früchte pflücken, die wir da so rumstehen haben. So, sehr gut. Und damit haben wir jetzt auch schon wieder den nächsten Punkt freigeschaltet. Und da könnte man natürlich sagen, dann gehen wir nochmal auf Sichtbarkeit der Karte. Dann gehen wir hier rüber. So, dann sehen wir hier unten, das ist das Gift, das ist das mit dem Dings. Kann hier aber irgendwie nichts lesen, ne? Also ich kann hier jetzt nicht gucken, was die nächsten Rezepte bringen. So, hat offenbar was mit Wasser zu tun, wandert in die Richtung, okay. Terraria wandert erstmal nach unten, Feuerglöckchen wandert in die Richtung. Windblüte, benutzen Sie... Was benutze ich wie einen Fächer, um dich abzukühlen? Das bringt mich jetzt auch nicht weiter.
Dryadensattel. Mhm. Legende nach ritten die Dryaden des Waldes diesen Pilz als Reittier. Das kann nicht stimmen. Ja. Schwefelregal. Dem Pilz verdankt seinen Namen, seinem spezifischen Geruch, der entsteht, wenn er Mörser gemahlen wird. Okay, was haben wir hier noch? Roter Pilz. Das sieht ja aber auch eher. Naja. Zäh und scharf wird manchmal zum Essen hinzugefügt, um es zu würzen. Und das klingt auch nicht. Gut. Legendäre Rezepte. Mhm. Handbuch. Das Handbuch findet sich momentan in Entwicklung und später. Ah ja, okay. Rezeptbuch. Gut, da haben wir jetzt das Rezept und das Rezept. Okay. Ah, okay. Huiuiui. Nur Wasserkochen hilft nicht. Nee, nur Wasserkochen hilft nicht. Alles klar. So. Wasser. Neuer Trank, Blasen können beim Händler erworben werden. Okay. Lernverbesserung. Die Lernverbesserung befinden sich momentan in der Entwicklung drin. Ah, ja, okay. Hauptmenü. Zutaten, okay. So. Alchemist, gib mir einen Heiltrank. Ein Bandit hat mich gestern eines Pfeils in der Schulter geschossen. Die Wunde ist nichts Ernstes, aber kann mir nicht leisten, den ganzen Monat lang herumzuliegen. Alles klar. Du willst einen Heiltrank haben? Ein Heiltrank. Habe ich die Früchte da für einen Heiltrank? Er lernt ein Talent, geh in den Keller. Achso, das ist der Vater, das habe ich meistens. Ich brauche so einen und so einen. Alles klar. Kann ich das jetzt einfach 11-mal rühren, 3-mal erhitzen? Ah ja. Okay, das hat also schnell funktioniert. So, zack. Binder. Verkaufen. Guten Chuck, ich habe Ärger mit unserem Dorf. Unsere Weizenfelder leiden unter einer Käferinvasion. Sie fressen unsere Ernte und das sehr schnell. Wir müssen sie alle vergiften. Mhm. Ein Gift. Trank. Ja, schwacher Heiltrank. Schwacher Vergiftungstrank. So. Ich hatte heute eine merkwürdige Suppe zum Mittag. Jetzt fühle ich mich nicht so gut. Uff, hast du etwas mit verstimmtem Magen? Mit verstimmtem Magen. Könnt ihr ja auch mal ein bisschen was ausprobieren hier, ne? Mit dir mal so einmal durch. Das bringt schon Punkte, ne? Zack, so. In die Richtung unterwegs. Das bringt nichts. Das bringt irgendeine Wirkung. Das bringt irgendeine Wirkung. Komm, dann malen wir jetzt hier noch die Pilze da rein. Da sieht man aber nichts. Muss ich auf so ein Buch landen? Gucken wir mal. Oh, geht was. Ah ja. Levelaufstieg, ein Talentpunkt. Aber da oben war noch ein Drink. Warum bin ich da nicht hingekommen? Verstehe ich noch nicht ganz, aber okay. Trankerstellung gescheitert. Na toll. Aber da haben wir einen Trank und da haben wir einen Trank gefunden. Okay.
Gut, vielleicht muss man ja auch ein bisschen rumexperimentieren, oder? Nee, das geht nicht, das geht auch nicht. Der geht nach da und dann kommen wir nach oben. Warte mal, wenn den nach darüber und den nach oben. Nee, wo ist denn der nach oben? Der ist nach oben und der nach darüber, okay. Dann nehmen wir den jetzt mal. Gucken wir mal, was da rauskommt. So, dann nehmen wir den, der darüber geht. Achso, warte, Moment. Kommen wir da rein. So, der geht nach darüber. Das reicht nicht ganz aus. Haben wir einen, der weiter rüber geht? Nee. Kommen nur ganz knapp ran an den Trank, ne? Nein, dann gucken wir mal in die Richtung. Vielleicht kommt da ja was. Nee. Alles klar. Vielleicht habe ich es jetzt schon verstanden. Hinten ist wieder ein Trank. Na, ja, gucken wir mal, ob wir da ankommen. Guck mal, das war's gewonnen. Mana-Trank haben wir jetzt gemacht. Den kriegt man vielleicht auch einfacher hin, aber. Einen Mana-Trank. So. Einen Heiltrank müssen wir nochmal machen, ne? So, das muss ich dem Typen da draußen noch verkaufen, der will ja einen Heiltrank haben. Du bist der Alchemist, ich bin der örtliche Kräuterkundige. Ich sammle Pflanzen und verkaufe sie. Willst du sehen, was ich zu verkaufen habe? Sag mir deine Ware. Ach, das ist ja gar nicht mal so billig. Ich handle nur mit Waren, mit denen ich mich auskenne. Blumen, Kräuter und Würzeln, allerlei Beeren und Früchte. Alle Dinge kannst du nicht beim Händler kaufen. Okay. So, wer bist du jetzt hier? Ich brauche etwas Starkes, ein starkes und schnell wirkendes Gift. Ich würde es begrüßen, wenn du mir keine Fragen stellst und auch keine Abmachung. Unsere kleine Abmachung geheimhält. Dein Schweigen wird natürlich großzügig honoriert. Ein starkes Gift. Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich sowas. Warte mal, das ist ja giftig hier, ne? Geht in Richtung Gift. Und die auch. Das ist aber ein. Ist das ja erst ein schwaches Gift. Naja, guck mal, wir poppen da mal. Nee. So, poppen wir das da mal rein. So, zack. Und nochmal. Und noch ein drittes Mal. Dann müssten wir ja eigentlich bei der Flasche da landen. Mal dreimal eine giftige Flasche da rein tun. Wacher Feuertrank. Nee. Na gut, haben wir einen schwachen Feuertrank gemacht. Müssen wir vielleicht doch ein bisschen nach unten gehen. Na gut, dann nehmen wir den hier. Ach so, jetzt habe ich den da rein. Oh. Gift hier. Kommen wir auch über so ein Buch drüber weg. Hilft mir nicht. Na, oh, schade, gescheitert. Ach, wenn ich da reinkomme, ist gescheitert. Ah, okay, okay, okay. Ich verstehe. So, ja. Also ich kann ihm jetzt so ein Ich versuche einfach mal, vielleicht reicht ihm das ja aus.
Oh, hat ihm nicht gefallen. Okay, gut. Beliebtheit ist gesunken. Übrigens Punkte. Beliebtheit Stufe 2 habe ich, alles klar. Aber das ist minus 12. Reputation ist nicht schlecht. Nicht gut. So, dann machen wir hier mal die Sichtbarkeit höher. Dann machen wir hier mal Praxis der Alchemie noch ein bisschen höher. Ein paar Punkte können wir ja noch vergeben. So. Hallo, angewiesen um eine Eiselementar zu kümmern, der in einem Bergdorf plagt. Ein gewöhnliches Schwert ist gegen den Elementar nutzlos. Wenn du mir einen Feuertrank geben kannst. Oh, einen Feuertrank hatte ich. Bitteschön. Zack, gibt dir 3 Reputation dazu. Sehr gut. So, was für ein Zufall. Das Oberkommando hat mich auch losgeschickt, für ein Elementar zu kämpfen. Aber bei mir handelt es sich um ein Feuerelementar. Das heißt, an einiger Zeit angewöhnt, durch die Weizenfelder zu spazieren und Feuerling. Hast du etwas, was ihn abkühlt? Brauche ich was, was abkühlt? Ja, Wasserblüte könnte man ja ein paar Mal zusammenrühren. Das könnte abkühlen wirken, ne? Ich probiere mal was, mein Kleiner, ne? Ich nehme hier so eine Wasserblüte. Klopf mir die mal da rein. So. Zack. Rühren wir mal um hier. Vielleicht kommen wir da ja irgendwo hin. So. Machen wir noch eine Wasserblüte. Aber da müssen wir hinkommen. Das könnte unser Wassertrank sein hier. Wie kommen wir denn da am blödesten? Komme ich dann mit irgendwas anderem noch rüber? Und mit dem ein bisschen runter und kann dann da hinwandern. Und mit dem komme ich da runter. So. Den komme ich da rüber. So. Mit der komme ich da rüber. So. Ob ich nein noch rankomme da an die. Oh, ich müsste ein Stück zurück. Einmal weniger rühren. Kann ich zurückrühren oder kann ich Wasser? Ha! Ich habe einen Frosttrank. Sehr schön. Ich habe einen Frosttrank gemacht. Sehr schön. So. Gucke an, da ja, haben wir doch alles. Einen schwachen Frosttrank, wie wär's damit? Ja, den findest du gut. Schön. Supi. So, also. Darum dreht sich dieses Spiel hier. Jetzt kommen keine Leute mehr, das ist schon mal ganz gut. Wir gucken nochmal in den Garten, ob da was gewachsen ist. Nein, ist nichts gewachsen. Wir haben noch ein paar Pflanzen. Wir haben auch noch einen schwachen Mana-Trank. Den Gifttrank, den haben wir natürlich jetzt noch nicht fertig gekriegt. Wir sind hier jetzt auch kurz davor, das nächste Level zu haben. Wir haben ein bisschen Reputation eingebüßt, weil ich dem Typen, deren starken Dings, den hätte ich wegschicken müssen einfach. Hätte ich einfach sagen müssen, nö, habe ich nicht. Kann man ja auch machen, ist ja nicht weiter schlimm. Wirkt sicherlich negativ aus. Wir gehen hoch in unser Bettchen und schlafen. Und ja, für alles kriegt man hier so ein paar Punkte. Wir haben 214 Gold. Das heißt also, irgendwann muss ich mal Flaschen kaufen. Oder beziehungsweise, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob ich Flaschen kaufen muss. Bis jetzt hat es mir noch keine gekostet. Aber vielleicht gibt es das noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, was wir hier machen können dann. Aber hier brauchen wir 3 Gifttränke und so. Ach so, 3 Heiltränke. Und dann kann ich hier oben irgendwas machen, ne? Reagenzien für die Erzeugung von Albedo und Salzes der Leere. Okay. Und das sind dann die nächsten Rezepte. Okay, also da muss ich dann hier so ein paar Sachen reinführen. Also 2 Mana-Tränke, 2 Verwirrungstränke. Hier muss ich einen Feuer-, Frost-, Blitz- und Sonnentrank reinmachen. Interessant. Und hier brauchen wir irgendwas. Das ist wahrscheinlich ein starkes Gift. Und hier unten, weiß ich nicht, ein Schlafmittel, Pflanzenwachstum und ein Stein. Und dann geht das hier wahrscheinlich weiter. Und dann kriege ich den Kristall. Und dann kann ich mich hier weiter durcharbeiten. Und dann kriege ich vielleicht noch neue Rezepte oder neue Zutaten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir können hier vielleicht auch ein paar Sachen abtrocknen. Ne? Man sieht es ja noch nicht. Hier oben, da ist was abgebildet. Aus dem Knoblauch auch hinhängen. Sollte gar nicht so lange dauern. Es hat mich doch mehr fasziniert, als ich gedacht habe. Guti, dann. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ich euch das mal gezeigt habe. Ich weiß noch nicht, wann die nächste Folge kommt oder wann ich dann auch wieder zukomme. Weil ich ja, wie ihr wisst, ein wenig im zeitlich im Stress bin, aber das fand ich jetzt eben gerade so niedlich, dass ich es ihm zeigen wollte. So, wir haben hier noch 18 Nachrichten. Haben wir einiges. Starte einen neuen Tag, bringt noch, erschaffe Lichttrank. Geh in den Keller nach unten. Oh, da waren wir noch nicht. Na, guck mal, dann gehen wir nochmal in den Keller. Was ist im Keller? Oh, Ziel erreicht, Keller. Ah ja, okay, das ist dann hier das. Aha, okay, also ich müsste hier oben ein bisschen was haben und dann kann ich hier unten so einen Ofen noch in Gang bringen.
Ja, das ist doch auch gut. Hat mir auch nochmal 25 Punkte gebracht. Was gibt's noch für Optionen und Möglichkeiten? Er schafft ja nicht dran, haben wir nicht geschafft. Da weiß ich auch nicht, Windblüte ist jetzt auch nicht. Feuerglöckchen und Wind. Wind und Feuer macht das Licht. Das können wir nochmal ausprobieren. Wo ist denn hier? Warte mal, da muss ich nach unten. Da muss ich nochmal in die Küche gehen hier ganz kurz. So, ich will einmal Feuer. Und einmal Wind. Ey. So. Bringen wir uns da mal ran. Mal gucken. Zack, da mal Lichttrank noch gemacht. Sehr schön, gut. Haben wir den Trank des Lichts noch geschafft. Sehr gut. So, denn es startet ein neuer Tag und er wird vom Händler. Das haben wir heute nicht geschafft, aber ja, da gibt es auch was. Hier haben wir auch schon 4 Sachen gemacht. Ah ja, okay. Gut. Wir sind auf dem richtigen Pfad. Bis dann. Tschüss.